Ja, Leute, willkommen zu brandneuen, wunderbaren und speziellen, extrem neuen und krassen F1 2021 Megaseason. Wir starten natürlich auch wieder Formel 1 in Bahrain und ich freue mich extrem, dass du dabei seid. Und ja, es hat sich einiges getan. Hier haben wir Lance Stroll im Aston Martin. Ja, 27 noch nicht ganz, aber wir warten noch aufs Spiel. Deswegen kommt noch das Original Oval. Hier oben rechts haben wir auch ein neues Einblend-Logo. Auch an die deutschen Fans. Ja, es ist natürlich jetzt nur noch Sky und deswegen habe ich mir gedacht, wir werden jetzt Sky hinschreiben, obwohl es ja F1 TV, Servus TV und auch OF geben würde. Aber trotzdem, schaut gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Abonniert den Channel gerne, schaut gerne auf TikTok und Instagram vorbei. Genau. Schaut da gerne vorbei. Wir starten in unsere erste Runde in der F1 2021 Megaseason hier in Abu Dhabi, in Sakhir. Unser Team unschwer zu erkennen. Wir starten mit McLaren und ich dachte, ich wollte mal so ein ungeniertes Team nehmen und dachte mir auch, die können dieses Jahr echt was reißen. Auch gestern hat sich das wieder bewiesen. Norris auf dem zweiten Platz und vieles mehr. Hier sind wir in Sakhir. Da gibt es keine Track Limits in dieser Kurve hier. Und natürlich auch Schauplatz von dem Horror Crash letzten Jahr vom Grosjean. Aber ich möchte natürlich auch ein bisschen Gutes eingehen. Und wir werden auf alles eingehen, auf die ganzen Einblicke und so weiter. Hier haben wir nochmal eine andere Ansicht, weil F1 hier gemeint hat, man darf den Bird View nicht nehmen. Deswegen, ja, habe ich dann ein bisschen improvisieren müssen. Aber sieht auch gut aus hier in dieser Schneckenkurve, die immer enger wird und vor allem, wo man echt viel Zeit gut machen kann, aber theoretisch natürlich auch im umgekehrten Weg viel Zeit schlecht machen kann. Und das passiert einigen hier, dass die sich entweder überschätzen, zu spät bremsen oder dann halt zu viel wollen und ja, dann rocht er vor den linken Reifen und das ist halt das Problem hier dann drauf. Das ist auch eine mega geile Kurve. Informationsflug mit unserem Teamkollegen noch Sainz, aber natürlich werde ich im Overlay, wenn es dann da ist, also wenn es dann morgen im Rennen da ist, werde ich im Overlay natürlich reinschreiben, dass mein Teamkollege natürlich Daniel Ricciardo ist auf jeden Fall. Vor allem, es ist so spannend. Wir fahren auch morgen die Hot Lap mit einem komplett neuen Design. Das kann ich euch schon mal versprechen und ich bin auch gespannt, wie morgen das Qualifying ausgeht. Wir werden auch eine Prediction machen, aber jetzt gehen wir mal zu dem Besten vom gestrigen Qualifying-Training. So, es geht ins Reifenmanagement-Programm, aber wir werden ein bisschen über das gestrige Qualifying reden. Ja, ab Start und Ziel geht's dann los. Eine Minute irgendwas, also eine Minute 10 oder so, weil die letzten paar Kurven werden wir auch. Es ging los dann endlich um 12.30 Uhr hier in Österreich oder halt in Mitteleuropa ging es los. Der erste, der rausgefahren ist, war Fernando Alonso im Alpine. Aber so euphorisch als alle waren und als er wahrscheinlich auch war, so traurig war es dann, wie er dann auf seinen, ja. So, schauen wir mal weiter. Hier 60 Minuten ist das Third und Second Participe gekürzt worden von 90 auf 60 und auch das letzte hat sowieso immer nur 60 gedauert. Trotzdem Qualifying und hier haben wir dann raren Verkehr natürlich. Viele wollten raus und natürlich jeder wollte so ein bisschen Erfahrung sammeln. Ist natürlich eine komplett andere Zeit und da war auch noch ein Gruß an Murray Walker, wie der heißt, Murray Walker, glaube ich, ja, einer seiner bekanntesten Sprüche, and if get the stop, the light goes on und so weiter, war natürlich ein Kommentator, der ist letztens gestorben, ein sehr berühmter und langjährige, die langjährige Stimme von der Formel 1 an sich und ist natürlich echt traurig, aber ich glaube, er war 89, also, und die Favoritenrolle von Verstappen geht weiter, mit nur 12 Runden sogar, nur auf 1, dann Bottas und Norris, den hat man das ganze Wochenende hier schon vorne gesehen, auch Hamilton, es wird ein knapper Kampf und man sieht auch, der Vorsprung ist weg von Mercedes, also, da ist auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall einiges getan, traurigerweise halt, ganz hinten, Mick und Mazepin, die sind da echt weit abgeschlagen auf den letzten Rängen. Und, aber ich, das ist halt die eingewöhnlich. Ich sag dir, die halbe Season und dann schlagen sie die Alfa Romeo und die Williams. Aber das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Wenn man zwei Rookies ins Team holt, muss man natürlich auch ein bisschen mit der Lernphase rechnen. Hier ein bisschen verschneller dann. Was ist das? Reif Benzinmanagement. Und ja, können wir noch ein bisschen weiter reden über das gestrige erste freie Training. Und zwar, da ging es auf jeden Fall zur Sache. Also, man hat es auch gesehen, viel Verkehr. Und aber trotzdem wenig Aussagekraft. Also man weiß jetzt immer noch nicht, hat Mercedes noch vielleicht was im Köcher? Fahren die mit mehr Benzin? Lassen die einfach nur irgendwie... Ich weiß nicht, ob man noch mit lowen Motoreinstellungen fahren darf oder ob das dann ob dem Training... Ich weiß nicht genau, wie da das Reglement ist. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, spätestens heute im Qualifying werden die Hosen runtergelassen. Und das werden wir dann auch ein bisschen teilweise morgen im... Nein, in der Hotlap werden wir nicht drüber sprechen. Also ich werde zwar schon auf die Startaufstellung eingehen,
aber im Rennen dann, dass auch gleichzeitig zum Rennen kommt, kommt auch meine Meinung, dass, also die Hotlap kommt beim Start und das Rennen dann eine Stunde später, also sprich, wenn wir mitten im Rennen drin sind, gönne ich das gerne morgen. Alles ein bisschen neuer, ich habe mir alles ein bisschen was Neues überlegt und natürlich haben wir das auch geschafft. Es geht ins dritte, also vierte hier, ins ERS-Management-Programm und vor allem müssen wir jetzt ein bisschen über das zweite Freitagrennen reden. Da ging es auf jeden Fall zur Sache und da wurde aber so viel gefahren und leider auch der erste Crash des Jahres. Also wir sehen auch gleich hier Kimi Giovinazzi und hinten noch ein Uran Kali, ich glaube das ist Mazepin und der erste Dreher von Mazepin, aber viele Dreher gab es in dieser Kurve hier, auch Lando Norris ein bisschen zu weit rausgekommen, leichter Dreher, das ist aber hier ganz mal auch leichter Wegdreher hier von Bottas und auch, ja, dann kam der Abflug von Kimi aus der ersten Kurve raus, hat ihn das Heck irgendwie weggedreht, hat komisch ausgesehen und ich denke mal, er ist einfach nur entweder zu früh aufs Gas, aber einem Fahrer wie ihm ist das nicht passiert, sowas nicht, denke ich mal. Also kann ich mir nur vorstellen, dass irgendwie ein Defekt auf der Hinterachse war oder so. Oder einfach nur ein sehr unruhiges Auto. Die Flügel haben sie dann einfach liegen gelassen, weil es sowieso an so einer unnötigen Stelle war. Und die Favoritenrolle ging weiter hier dann mit, das ist eh Verstappen. Ein bisschen zu weit rausgekommen mal, aber passiert natürlich jeden. Das ist Kurve Nummer 12-13, also diese Schneckenkurve. Und wir werden natürlich auf alles genauere morgen in der Hotlap eingehen. Und später kommt auch noch, also vorhin ist schon mal Formel 2 gekommen, ich weiß nicht genau. Ich denke mal auch vorhin ist schon mal ein Überblick auf die Season 2021 eingegangen. Wir gehen auf alle Fahrer und so weiter ein. Und Norris auf dem zweiten Platz mit nur nicht mal einer Zehntel und die ersten fünf in der halben Sekunde auch. Sainz hat es da vorne hingeschafft mit dem Ferrari. Besser sogar wie Bottas, auch Ricciardo und sogar Yuki Tsunoda da ganz oben. Strolli auch da oben, ja. Also man sieht auch im Alpine ist was drin, weil am 11. Ocon hat es auf dem 11. Platz geschafft, deswegen da ist auf jeden Fall was drin im Alpine und nicht so wie mir fällt schon das Sprechen schwer, nicht wie die letzten Jahre, wir werden jetzt nicht mehr das komplette Rennstrategieprogramm fahren, das ist so unnötig und das spart uns auch ein bisschen Zeit, das waren so die ersten Anfänger, das Auto ein bisschen kennenlernen, da ergibt es mir so ein bisschen wie Schumacher und Mazepin, natürlich habe ich die Erfahrung schon und weiß natürlich nach ein paar Kurven schon, wie sich das Auto verhält, aber ja, wir haben es ein bisschen schneller gemacht, wir sind hier schon in der dritten Runde und ja, das ist natürlich alles unnötig, wenn ich das jetzt die ganze Zeit zeige. Wir haben gute Runden gefahren. Wir fahren auf 97 Schwierigkeit, falls ihr euch das noch fragt. Und vor allem, ich bin wirklich mega hyped heute aufs Qualifying. Ich kann mir gut vorstellen, dass da eine riesen Überraschung passieren wird. Oder Mercedes hat wirklich nur gemurgelt, sind da die ganzen Tests mit zu. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die ganzen erstaunten Gesichter von Toto Wolff und auch von James Allison und allen drum und dran, das hat alles zu sehr real gewirkt, als dass es gefaked sein kann. Also ich weiß nicht genau, was ist eure Meinung, schreibt es gerne in die Kommentare. Und hier sind wir nun im letzten und wahrscheinlich wichtigsten, ja, Programm vor dem Qualifying, das Qualifying ist im Programm und jetzt gehen wir nochmal einmal komplett auf die Strecke ein, wir geben hier Vollgas, wir fahren natürlich mit Ideallinie, nur in Kurven und Traktionskontrollmittel, kein Bremsen, hier ja so circa beim 100er Schild bremsen, ein bisschen zu spät gebremst, dann links ja, musst du den Körper nicht unbedingt anschneiden, sonst wird das eh ganz unruhig und dann geht es rauf, diesen kleinen Berg rechts hatte Grosjean letztes Jahr diesen Horrorunfall, dann hier, ja, da kannst du dich echt weit nach außen tragen lassen. Keine Track Limits links, aber nur in Real, in der Formel, im Spiel leider doch. Dann hier eng bleiben, immer an den Curbs bleiben, aber nicht drüber. Hier kann man sich leicht raustragen lassen, aber nicht zu weit, weil sonst wird das Auto ganz, ganz unruhig. Hier auch eher innen bleiben und dann ganz sanft aufs Gas, weil du den Berg rauf fährst und du musst noch eine Kurve fahren. Und hier dann diese schlimme Schneckenkurve, da musst du auch gut rauskommen, weil dann kommt die Geraden. Dann kannst du hier richtig fett beschleunigen, DRS dann an. Und circa, ja, wieder so beim 100er Schild bremsen zwischen 100 und 50, dann diesen Berg rauf, außen bleiben und dann sich reintragen lassen. Normalerweise fahre ich links und ein bisschen übers Gras, rechts nur nicht den Körper berühren, sonst ist das Heck direkt weg und du biegst in der Mauer. Wirklich so, so safe und dann, ja, ein bisschen zu weit rausgekommen, aber das passiert leider hier, weil die Kurve schwer einsichtbar ist. Auch wenn du die Ideallinie anhast, die Kurve ist echt schwer einsichtbar. So, letzte Kurve. Und die ist eigentlich eh simpel hier raustragen lassen, aber nur nicht zu lange auf dem Körper fahren. Der zieht dich nämlich auch nach außen bis auf die, ja, bis auf diese Wuppen hier. Und los geht's.
Zollert und hier sind wir nun im Qualifying zum großen Preis von Bahrain in Sakhir. Und ja, unser erstes Qualifying der Season. Hier haben wir nochmal einen kleinen Überblick an die Strecke. Eine Hermann-Tilke-Strecke. Was soll ich auch dazu sagen? Hier sind wir und ich bin mega, mega gespannt, wie es jetzt losgeht, Leute. Wo können wir uns qualifizieren? Ist bis vielleicht heute schon die Sensation drin? Auch im Qualifying habe ich ein bisschen eine Erneuerung getroffen. Und zwar werden wir im Qualifying nur noch so stückelweise. Also ich werde die Pole-Runde, also die, nein, nicht die Pole-Runde, aber ich werde die Hauptqualifying-Runde, die uns dann qualifizieren wird, zeigen. Aber so werden wir ein bisschen schneiden, weil ich meine, McLaren schafft es locker ins Q3 und ich glaube, das könnte, das ist auch klar. Aber ich möchte trotzdem zeigen, wie wir es schaffen. Hier, erste Kurve, gut durchgekommen, rote Reifen. Ich durfte die gelben nicht nehmen, leider. Ich wollte auch die gelben zuerst nehmen, weil die eh unnötig sind. Und ja, das Coole ist auch, wir fahren Q1, Q2 und Q3. Das bedeutet, wir können uns auch in Q2 mit den gelben Reifen irgendwo qualifizieren. Sollte das irgendwann mal nötig sein, aber wahrscheinlich eh nicht. Deswegen werden wir so weiterfahren, also rot, rot, rot. Und wir können uns irgendwo auch einen zweiten Run leisten. Meistens, falls wir unbeschwert durchkommen, können wir uns im dritten Qualifying dann den zweiten roten, also den zweiten roten Run gönnen. Aber falls nicht, man weiß ja nie, kann man auch sagen, man braucht irgendwie länger und so weiter, dann ist es vielleicht von Vorteil, wenn man irgendwo oder vielleicht sogar in Q1 schon einen zweiten roten Satz nehmen kann. So, aber wir kommen hier gut durch, lila im ersten Sektor und ich glaube, das könnte die Bestzeit werden auf jeden Fall. Also wie gesagt, 96 ist vielleicht auch ein bisschen zu einfach, aber ich dachte mir so, neue Season und so weiter, aber das ist sowieso, hat sowieso nichts Aussagekräftiges, weil nächste Woche, also in 2 Wochen, fahren wir dann schon in Imola. Das bedeutet, in Imola wird sowieso ganz anders wieder. Da müssen wir wieder in Project Cars 2. Und auch in Portimao müssen wir Project Cars 2 ran. Das heißt, es wird wieder ein komplett anderes Verhalten sein. Es wird wieder alles anders sein. Und so, 4. Platz. Also im letzten Sektor haben wir uns zwar lila behalten, aber in den ersten 2 wurden wir da leider noch ein bisschen abgezogen. Also ich muss alles nochmal rausholen und nochmal gucken, wie es rangeht, wie es rausgeht hier. Ja, das Ding ist halt, wie gesagt, es kommen noch ein paar Strecken da, wo wir echt, aber ich glaube, nach den ersten 2, also nach Imola und Portimao, können wir wieder normale Formel 1 fahren. Aber das ist auch komplett durchgewürfelter Kalender. Also ob wir mit dem McLaren bleiben wir zwar treu, aber ob wir dem Karrieremodus treu bleiben, das kann ich euch nicht sagen. Sprich, dann fahren wir einfach nur eine Trainingssession. Und werden halt die ganzen Tests auslassen und wir werden dann nur über Q1 und Q2 quatschen, also über Training 1 und Training 2 quatschen und dann den Rest auslassen. Auch Neues am Montag habe ich auch geplant noch sozusagen, werden wir nur ein bisschen über das Geschehene im Rennen sprechen. Und wo haben wir uns qualifiziert? Das war unser Run. Und ja, auch in Q2 sind wir durch, war ein bisschen schnell, aber mit 55.000stel vor Lewis Hamilton, die kommen immer näher, das wird echt knapp. Unser Teamkollege ist ausgeschieden, Lando Norris nur auf dem 12. Platz, aber das wird sich ändern. Und jetzt, hier geht's los, und zwar unser finaler erster Run in Q3. Ich bin mega gespannt, können wir uns die Pole holen? Hat gut ausgesehen im ersten Qualifying, also in Q1 hat es nicht gut ausgesehen, aber jetzt in Q2 umso besser, muss ich sagen. Wir haben hier echt gute Karten, aber in der Runde jetzt hatte ich ein paar Schnitzer drin. Das heißt, das wird knapp werden, dass wir jetzt mal die Führungsposition übernehmen. Trotzdem, also wir haben die Möglichkeit hier die Pole zu holen und das ist halt mega. Und das im ersten Rennen. Ich hoffe, ihr fährt das genauso wie ich und abonniert wirklich gerne den Channel. Es wird ein bisschen ein längeres Video, aber es ist für die Formel 1 eigentlich eh ziemlich okay. So, und jetzt 3 Minuten 10 vor Schluss geht's nochmal raus ins allerletzte Qualifying-Segment. Und zwar in Q3 hier werden wir nochmal frische Reifen rauf und den letzten Run raushauen. Ich bin mega gespannt, können wir uns hier die Pole holen. Wir sind nur auf dem 3. Platz. Das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Also, ich meine, für McLaren ist es gut. Wir spalten sogar die Mercedes. Bottas auf 1, Hamilton nur 4. Aber ich möchte natürlich hier die Pole holen. Wir drehen das jedes Mal runter. Auch natürlich Benzin ein bisschen runter, weil wir echt das Minimum von allen mitgenommen haben, um hier das alles rauszuholen. So, los geht's. Finaler Run hier in unserem Q4 wollte ich schon sagen. In unserem Q3.
und Hamilton gönnt sich hier mal mega Windschatten. Aber das würde ich schon bereuen nach der Kurve 2, weil ich lasse ihn nicht vorbei. Und ich merke schon hier in der ersten Kurve, da war vorhin schon ein leichter Fehler drin. Wir kommen hier mit 2,5 Zehntel Vorsprung aus der ersten Kurve raus zu unserer ersten Zeit. Also das ist schon mal extrem gut. Und hier, es geht weiter, das muntere Raufzählen. 3,4 Zehntel fast. Und ich habe das Delta abgestellt, es tut mir leid, ich muss immer aufs Delta gucken, ich drehe das eigentlich generell gleich ab, weil das Delta unnötig ist. Lila im ersten Sektor, das ist schon mal extrem gut und zeigt schon mal, was für eine Macht unser Auto hier gerade ist. So, jetzt geht's runter in dieser tricky Kurve, innen bleiben, nur nicht da, das war schon ein bisschen zu weit über den Körper, aber hier fest in die Hufen gehen und raus hier. Und wenn wir gucken, unten links bei der Map, Hamilton, klebt uns zwar noch dran, aber er ist jetzt nicht mehr so knapp dran wie vorher. Jetzt wird es wieder für den Windschatten-Effekt reichen und rauf da diesen Berg. Ja, leicht den Körper berühren und dann links. Ach, diesen Mal habe ich auch nicht gemacht. Und reinziehen, voll rauf. Und es ist nur mehr grün, aber fast eine Sekunde Verbesserung. Das zeigt schon mal, Halleluja, es geht los, Leute. Es geht los, rein. Nein, Spaß, aber es geht wirklich los, Alter. 1,27 war unsere, 1,27,3 war unser erster Versuch. Und es geht durch die letzte Kurve durch. Wo können wir landen? Bottas auf 1 mit einer 1,26,3. Wir müssen eigentlich zaubern, Lila im letzten Sektor. Wo werden wir stehen? Es ist nur der zweite Platz. Es ist nur der zweite Platz. Das ist, ach man, 1,26,3 hat der. Hatten wir zuerst und jetzt waren es, oh mein Gott, knapp nur eine Zehntel, eine halbe Zehntel. Das ist insane, Leute, das ist nein. Ach, ich hoffe, das heutige Video hat euch dennoch gefallen. Abonniert den Channel gern, wir sehen uns hoffentlich morgen zu der Hotlap und auch zum Mega-Season-Rennen. TikToks of the Week sollten heute, sollten morgen auch noch kommen, also schaut gern vorbei. Sehr, sehr Formel 1 im Zeichen, oben rechts sind alle Links verlinkt und ja, bis zum nächsten Mal und ciao. Leute, geil. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Schaut gerne auf Insta und TikTok vorbei. Wir sehen uns hoffentlich später nochmal. Vorhin kam auch Formel 2. Guckt gern vorbei und gönnt euch das Ganze. Danke für den Support und ciao.